Hallo, meine lieben Freunde hier auf meinem Kanal von René Wolf spricht Deutsch. Kennt ihr das eigentlich, wenn Leute, nicht nur Linke, auch andere Leute, sich manchmal in solche abstrakten, philosophischen Höhen begeben, dass ihr keine Lust habt, mehr mitzukommen? Also, ich sage mal jetzt ein Beispiel und darum soll es heute gehen. Herr Seller in der YouTuber-Szene, unter politisch Diskutierenden durchaus kein Unbekannter. Übrigens ist er mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Obwohl ich ihn manchmal, wie er selber sagt, hart angegangen bin, hat mit dem Brotfunk diskutiert. Brotfunk, ja, ist ein etwas kleinerer Kanal, aber die haben sich da. Sie haben es wirklich geschafft, innerhalb von 1,5 Minuten sich Namen von großen Denkern um die Ohren zu hauen, von Marx über Hegel und Feuerbach und dann kommt noch Stalin und Mao dazu, innerhalb von 1,5 Minuten, was dazu führte, dass Herr Seller dann am Ende dieser 1,5 Minuten, die ihr euch jetzt bitte mal anguckt, wirklich sagte, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was wollte ich sagen. Kein Wunder, kein Wunder. Kein Begriff ist geklärt oder, wie Marcel Reich-Ranicki sagen würde, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Schaut's euch erstmal an. Weil sich Hegels Dialektik ja quasi nach irgendeinem übergeordneten Prinzip Vernunft orientiert, aber eigentlich das übergeordnete Prinzip ist halt quasi die Materie, die materielle Welt. Und das ist ja auch was, was in der Zeit durch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse und so weiter immer klarer war. Deswegen gab es ja auch so wie den Feuerbach, über den der Marx auch schreibt, den Ludwig Feuerbach, den Materialismus, der in der Zeit auch einfach stärker geworden ist, wo aber Marx dann halt auch am Ende gesagt hat, das ist halt quasi nicht dieser klassische Materialismus führt irgendwie zu einem metaphysischen oder mechanistischen Weltbild. Da muss man quasi auch mit die Erkenntnistheorie mit reinnehmen und halt einfach das eben diese Betrachtung aus dem historischen Materialismus von Geschichte, das Geschichte von Klassenkämpfen, was halt bedeutet, dass es eine Geschichte von einem Haufen miteinander wirkenden Kollektiven, sage ich, Individuen, die in natürlichen Abhängigkeiten miteinander stehen. So, im Gegensatz zu Geschichte, das Geschichte der Herrschenden. So. Ja. Und er hatte ja auch viel mit vielen Recht, ne? Deswegen, also, ich habe ja da neulich also, durch den Kalten Krieg, ne? Wir wissen es, ist dieser Antikommunismus extrem hochgekommen und auch in Deutschland durch die NS-Zeit und so, da gab es auch diesen extremen Antikommunismus. Und natürlich dann auch der wird ja natürlich oft mit Mao und Stalin, dann können wir vielleicht später mit Platon nochmal drüber reden. Und was wollte ich jetzt eigentlich genau sagen? So, und ging es euch auch so wie mir? Ich habe nichts mehr kapiert. Worüber reden die überhaupt? Daraufhin habe ich an den Brotfunk eine E-Mail geschickt. Sag mal, wenn ihr so abstrakt diskutiert, wen wollt ihr überhaupt noch erreichen? Wollt ihr nur noch in eurer eigenen Blase bleiben? Vielleicht können wir ja auch mal miteinander reden und mal ein paar Grundbegriffe klären, weil daran mangelt es auch den Linken insbesondere. Und das soll jetzt im Folgenden gezeigt werden. Viel Vergnügen, gute Erkenntnis. Euer René Wolf. René Wolf spricht Deutsch. Okay. So, So, ja, vielleicht genau, können wir damit be beginnen, du hast wie ja wir, angeschrieben. genau, ja. Können wir damit beginnen, wie das Du hast überhaupt ja hier. quasi uns angeschrieben. Richtig, ja. Also Entschuldigung, wenn das vielleicht ein bisschen hart rübergekommen ist, bisschen sehr provokant. Ich habe mir das nochmal durchgelesen, dass ich hätte eher das schon mal ausführen können in einer These oder in ein paar Thesen, wo ich sage, pass auf, das und das, Leute, gefällt mir nicht. Deswegen habe ich mir Notizen gemacht. Ich habe jetzt nochmal reingehört, was du mit Herrn Seller besprochen hast, ja. Und vielleicht, wenn dir das gefällt, können wir das ja mal so punktuell ein bisschen durchgehen. Ja, klar, voll. Also ich meine, ich war eh ein bisschen verwundert, weil quasi die Anfrage war mehr so, also sowohl der Kommentar als auch die Nachricht so sehr auf die Form. Und ich dachte mir, du bist wahrscheinlich jetzt kein Mensch, der Bock hat, groß über die Form zu sprechen, oder? Nee, mehr in Inhalt schon. Ne? Nee, nee. Ja, schon. Form Dann haben ist. wir mal raus. Ja, okay. Also, es fiel mir auf, Seller sagte dreimal übrigens, die Ausbeutungstheorie von Marx, die stimmt schon. Er sagt dann immer wieder, ja, Marx hatte schon in vielem Recht und so weiter. Und was die Ausbeutungstheorie konkret ist bei Marx, darüber habt ihr gar nicht geredet. Er hat dann nur gesagt, wie soll man denn Leistung berechnen? Darauf sagtest du,
Ja, die Arbeitgeber kaufen eben die Arbeitskraft und berechnen oder bestimmen damit irgendwie den Lohn. Wie soll denn das gehen? Wie sollen das bestimmt werden? Meine Gegenthese ist, die Kapitalisten, die geben das, was sie gerade so geben müssen, was Arbeiter anerkennen, wo sie sagen, ja, okay, naja, gut, es ist zwar nicht so viel, aber da arbeite ich. Und auch nach staatlichen Vorgaben, es gibt dann Mindestlohn, ne, der ja auch dann nicht immer eingehalten wird. Also mit dem Überall, ja. Lohn wird erstmal gar nichts bestimmt, würde ich sagen. Der ist wie jeder Preis am Markt, wenn man sich die Börse anschaut, das ist eigentlich völlig mystisch, wie sich Preise bestimmen. Wenn die an der Börse, weißt du, da wird ja immer, ah, hier hoch, runter, da, 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 die kämpfen alle gegeneinander. Und natürlich gibt es auch einen, ja, Klassenkampf sozusagen über die Gewerkschaften, auch wenn der sehr milde ist, immer wieder um die Lohnhöhe. Ne? Also da gibt es auch keine objektiven Maßstäbe. Und solche Beispiele habe ich immer wieder in eurem Gespräch gefunden. Dann ging es um die Philosophie des dialektischen historischen Materialismus, die ihr leider nicht erklärt habt. Dann Marx über Hegels Dialektik. Welcher Zuschauer hat davon eine Ahnung? Und dann kommt ihr zum ersten Mal auf was Wesentliches, nämlich auf die Materie. Und Marx sagte, das habt ihr dann nicht gesagt, aber ich erinnere mich sehr gut daran, Marx hat ja Philosophie eindeutig studiert und die deutsche Ideologie hat gesagt, man muss sich von der Philosophie fernhalten. Man muss sie beiseite schieben. Man muss sich den realen Dingen des Lebens zuwenden. Und was meint er damit? Die Ökonomie. Deswegen heißt sein Hauptwerk Kritik der politischen Ökonomie und nicht Kritik der politischen Ideologie oder Philosophie. Und dann kamt ihr sogar noch auf, da fiel noch das Wort von dir, hast du auch gesagt, ja, und das geht dann auch noch bis zur Erkenntnistheorie. Was ist Erkenntnistheorie nach Kant? Was kann ich wissen? Mit solchem Quatsch hat sich Marx dann jedenfalls in seinen späteren Jahren gar nicht mehr beschäftigt. Der hat gesagt, das ist Wissenschaft, Leute. Das ist Ökonomie. Wie kommt ein Mensch dazu, etwas zu essen? Ne? Wie kann er dazu kommen, Aber wenn er ständig ausgebeutet wird und nur er ne? überleben und seine Arbeitskraft erhalten darf? Okay, so viel zur Vorrede jetzt erstmal. Waren ja jetzt quasi auch schon einige Punkte. Also da einerseits irgendwie, wenn du für den einen oder anderen Punkt einen besseren Vorschlag ist, wie man das in wenige Worte fassen kann, ohne dass ich jetzt einen ganzen Vortrag machen muss. So, dann hau gerne raus, aber quasi so darauf hinweisen, sagen, hey, wenn dich das interessiert, liest dir das selber durch. So, das ist halt irgendwie, wenn ich jetzt hier nicht jedes Mal einen Vortrag vorbereiten will, dann muss ich das so machen. So, und ich bin halt auch nicht der Akademiker, der hier seine 1000 Bücher im Bücherregal hat und für alles dann das perfekte Zitat zur Hand hat. So, und den Anspruch kann ich auch gar nicht an mich selber haben. So, und dann ist der Punkt, ja, das mag vielleicht das Hauptwerk von Marx sein, aber so die Philosophie vom dialektischen Materialismus läuft ja exakt darauf hinaus. So, wie gesagt, der Gramsci hat das als Philosophie der Praxis bezeichnet, darauf, dass das halt einfach, also gerade jetzt, um jetzt bei dem Philosophischen zu sprechen zu bleiben, dass es das halt scheißegal ist, was du denkst, was du im Kopf hast, solange du das nicht in der materiellen Welt veräußerst. Das heißt, es ist, also ich finde es schon eine super notwendige Philosophie, das in den Kern auch zu verstehen und begründen zu können. So, wir leben halt in der materiellen Welt. So, wie relevant ist es, was du denkst? So, es ist doch sehr viel relevanter, was du tust, was dein Beitrag dazu ist. Also ganz unmittelbar philosophisch finde ich das schon einen durchaus sehr wichtigen Beitrag von Marx. Das, also auch, ich habe mal den Begriff von der dialektischen Aufklärung gehört. Das fand ich eine sehr spannende Bezeichnung, gerade auch, weil es so diese ganze dialektische Betrachtung hat ja quasi auch den klassischen Naturwissenschaften in Bezug auf diese ganze Quantenphysik und so ein bisschen aus dieser mechanistischen Denke rausgeholfen. So. Also ich finde das schon. Also Philosophie zu haben, die erklärt, wie man die Welt versteht und wie man damit umgeht, finde ich schon notwendig.
So, natürlich sollte sie dich nicht dazu verleiten, dass du in deinem Sessel sitzen bleibst und nichts tust. So, natürlich musst du rausgehen und dich mit der Welt beschäftigen. Aber du musst ja auch verstehen, warum. Also, was Was? ist die Kritik daran? Was warum? Was meinst du mit dem Warum? Du brauchst eine Theorie, eine Idee. Wofür? Du kannst da nicht. Wofür brauche ich eine Idee, eine Theorie? Um einen Grund dafür zu haben, was du tust. Einen Grund dafür Hast du zu selber haben? keine Idee, keine Theorie, hast du kein Ziel? Ein Ziel habe ich in dem Moment, wenn ich Hunger habe, zum Beispiel, dann will ich was zum Essen haben. Wozu brauche ich da eine Riesentheorie? Mich stört dann, dass ich ein Brötchen bezahlen muss. Sind wir wieder bei der Ökonomie. Da brauche ich keine große Theorie dazu. Am besten wäre doch, ich würde dahin Richtig. gehen, wo es viele Brötchen gibt und mir eins nehmen. Da haut mir der Ja, Staat klar, aber auf da die bist du Finger und wieder. sagt, das darfst du nicht. Was brauche ich denn da eine große Theorie Ja, dazu? Wie man aber Brötchen der bäckt, Punkt muss ich ist, dann wissen, das weiter ist gar ja nicht. Analyse der Verhältnisse. Diese Ökonomie ist ja eine Betrachtungsweise. Es geht um die Frage, was tust du dagegen? Und dafür brauchst du auf jeden Fall eine Theorie. Dafür brauchst du auch eine Klassentheorie, wo Marx auch schon gesagt hat, die kann er nicht irgendwie liefern, auch nicht für die künftigen Generationen. So, du musst dir ja anschauen, wie ist die Welt beschaffen, wie erreiche ich letzten Endes auch die Leute, wie kann ich diese kommunistische Partei aufbauen, die halt notwendig ist oder nicht, Jetzt bist du um. schon bei der Organisation. Es geht doch erstmal darum, dass die Leute Genau, ein. aber das ist ja mein Ja. Punkt. Ja, nee, Das aber ist ja mein Punkt. es geht doch Irgendwas muss erstmal ja dahin darum. führen. Wie muss es ja dahin kommen? Nee, aber du kennst doch die Aus ganzen der Kritik muss ja was Gegenargumente. folgen. Du kennst doch die. Nee, aber wenn die Kritik nicht klar ist, dann kann auch die Analyse, also wenn die Analyse nicht klar ist, wo ist der Schaden, dann kann ich mir gar keinen Plan machen und dann kann ich auch keine vernünftige Aktion machen. Die meisten Linken haben nämlich keine klare Analyse, was Kapitalismus überhaupt ist. Die wissen das nicht. Und deswegen machen die dann aktionistisch irgendwas und haben das gar nicht begriffen. Was ist Eigentum? Was ist ein Ja. Produktionsmittel? Was ist Geld? Frag mal Linke nach diesen Begriffen. Die meisten können dir keine vernünftige Antwort darauf geben. Ja, natürlich. Aber ich meine, wer bin ich, dass ich jetzt den Anspruch gerade auch an mein eigenes irgendwie, an meine eigene Twitch-Show stellen muss? Dieses Programm jetzt zu liefern. Ich bin so eine Einzelperson innerhalb von einem Kontext, wo Leute halt irgendwie über linke Politik reden wollen. So, und wenn ich jetzt den Menschen das an die Hand gebe und sage, hey, beschäftige dich damit, lies dir das durch, lies dir das durch, weil ohne dass du dir das durchliest, wirst du es ja auch nicht verstehen können, wenn du dir immer nur irgendwelche Reaktionen von irgendwelchen Leuten oder Zusammenfassungen online reinziehst. Dann hast du ja auch kein klares Verständnis davon, was das Problem ist. So, aber ich meine, ich bin ja jetzt nicht irgendwie die Partei oder irgendeine politische Institution, wo jetzt mehrere Köpfe daran arbeiten. Wir brauchen eine klare inhaltliche Position und eine klare politische Strategie. So, die finde ich, muss ich jetzt irgendwie für mich gar nicht vorlegen, um jetzt hier einen Twitch-Stream zu machen. So. Aber ich kann auch nicht die anderen Leute dafür verurteilen, dass sie auf ihrem Lebensweg irgendwann mal auf den Punkt kommen, hey, ich würde mich gerne mit linker Politik auseinandersetzen und dementsprechend ansatzweise linke Positionen entwickeln. Die muss ich ja, wenn dann, an die Hand nehmen und sagen, hey, yo, schau dir das an, lies dir das Buch dazu durch. So, das ist relevant, um das zu verstehen und dann kannst du deine eigene Meinung dazu entwickeln. Okay, dann frage ich einfach mal, was sind linke Positionen? Ja, das ist tatsächlich ein Begriff, wo ich ehrlich gesagt, was ich nach außen mittlerweile ungern vertreten will, weil das sich halt auch einfach als links-rechts irgendwie, da gehe ich auch mit diesem GSP-Punkt mit von Demokratie ist immer noch Herrschaft und das definiert sich in Relation zu einer Mitte, die halt einfach eine die Herrschaft ist so. Und dementsprechend würde ich diesen Punkt links irgendwie mittlerweile eher nicht mehr so verwenden, aber es geht halt um eine. Ich habe Ja. wirklich
Um das mal auf den Punkt zu bringen, damit wir uns nicht verzetteln. Mein Vorwurf an die meisten Linken ist immer, ihr verzettelt euch in irgendwelchen Nebengleisen, ihr redet über Gerechtigkeit, ihr philosophiert, ihr redet über die Rechten mit Oh ihrem mein Gott. Kulturmarxismus und was weiß ich, ein großer Austausch und was ich mir hier alles aufgeschrieben habe. Klärt doch mal ein oder zwei Fragen. Was ist Eigentum? Was ist Geld? Marx sagte, ein Kommunist ist einer, der bei politischen Unzufriedenheiten und Debatten dahin geht und sagt, Hallo, es gibt eine Eigentumsfrage. Wollen wir mal darüber reden? Weil das ist der Urgrund dieser ganzen politisch-ökonomischen Unzufriedenheiten. Und darüber reden Linke kaum, eigentlich fast gar nicht. Die wollen dann auch mehr Gerechtigkeit im Kapitalismus. Ja, das macht die Linkspartei, das macht das Ja. Bündnis Sahra Wagenknecht, das macht die SPD, das machen die alle. Also Ja. was ist Geld? Was ist Eigentum? Wollen wir das vielleicht mal anreißen? Wollen wir mal darüber reden? Weil alles andere, das ist wirklich der Sumpf, aus dem die ganzen Sumpfblüten kommen, die einen beschädigen, meine These. Aber das Reden reicht ja nicht. So. Wen interessiert es, wenn wir jetzt ein paar wenige Leute darüber reden? So, wie gesagt, ich bin jetzt keine politische Organisation. Ich sehe mich nicht in der Lage, als Einzelperson quasi großpolitisch relevant zu werden. Würde ich mir auch nicht anmaßen. So. Und deswegen weiß ich nicht, warum ich diesen Maßstab ansetzen sollte. So, natürlich, ich gehe inhaltlich komplett bei dir mit. Natürlich muss man die Eigentumsfrage stellen und das wieder mehr in den Vordergrund stellen, weil sich da ein Haufen Leute in irgendwelchen Nebenthemen verzetteln, die ja schon auf eine gewisse Art und Weise was damit zu tun haben, aber halt nicht primär. Es sind halt nicht Hauptwidersprüche, sondern Nebenwidersprüche. So, aber ich denke mir halt, wenn, dann muss ich doch bei diesen Sachen bei den Leuten anknüpfen und genau das den Leuten halt an dem Punkt näher bringen. So, setz dich damit auseinander. Und wie gesagt, mein Punkt ist irgendwie weniger so die Kritik. Ich denke mir so, ein anderer hat das schön formuliert, die Kritik der Verhältnisse ist abgeschlossen. So, die Analyse ist klar, es ist auch klar, in welchem System wir leben. Es ist doch eine Frage davon, wo wollen wir denn hin? Was tun wir dagegen? Oder nicht? Die Analyse ist Wir, überhaupt also nicht klar, klar sind dass. wir irgendwo, wir sind in einer Postmoderne, wo das verklärt wird, aber unter Leuten, mit denen du vernünftig rational diskutieren kannst, ist das doch klar, oder? Auf einer Nein, wissenschaftlichen Grundlage überhaupt nicht. Das nicht. ist ja, das ist ja das Problem. Vielleicht ist das Deswegen dann meine sage Sorge. ich, die Analyse der meisten Linken stimmt überhaupt nicht. Die ist falsch. Die Das ist stimmt auch, falsch. aber deswegen sind die meisten dieser Leute aus meiner Perspektive keine Linken. Und das liegt dann weniger an ihrer Analyse. Die haben teilweise irgendwo schon keine komplett verkehrten Ideen, aber es liegt doch wesentlich eher daran, wie sie das vermitteln und wie sie das umsetzen, oder? Wie sie das nach außen tragen. Das ist doch die Ja, was tun denn Frage. Leute, die politisch unzufrieden sind, Arbeiter, die nun wirklich lohnabhängig sind, denen es nun wirklich nicht besonders gut geht, die auch wissen, dass ihre Eltern als Rentner Flaschen sammeln müssen nach 45 Jahren Arbeit? So, Ja. was machen die? Die gehen zur Linken oder BSW oder wählen AfD, im Zweifelsfall sogar häufiger nach rechts heute schon, ne? Und sagen, wir wollen Ich gebe dir gleich. eine gerechte soziale Marktwirtschaft, irgendwie sowas. Ja, darauf können sie sich schon irgendwie einigen. Die wissen nicht, was Geld ist. Die sagen, wir wollen einfach, dass das Geld gerecht und so weiter und so weiter. Und die kommen nicht auf die Idee, dass Geld nicht einfach nur ein Tauschmittel ist, das sagen nämlich die allermeisten, sondern ein Erpressungs- und Ausschlussmittel auch. Und das einzig Ja. legale Mittel, wie jemand dazu kommt, was zu fressen zu kriegen, scheißegal, woher er das Geld kriegt. Und wenn er es jemanden abpresst, raubt mit der vorgehaltenen Waffe, scheißegal, du brauchst Geld. Ja. Und die große Bezahlschranke Genau. für deine Urbedürfnisse, Essen zu haben, eine Wohnung zu haben, Kleidung zu haben und so weiter, das ist den meisten Leuten nicht klar. Wenn es ihnen klar wäre, würden sie zum Beispiel dann nicht zur AfD gehen und sagen, ja, da können wir auch mal mitmachen, ihr seid ja irgendwie gerechter, weil dann sind die Ausländer weg, weil die Ausländer sind ja schuld. Ja? Auf solche Ideen kommt man nur, wenn man die Marktwirtschaft nicht begriffen hat. Und deswegen sage ich, dieser Aktionismus ist scheiße. Wenn du keine vernünftige Analyse im Kopf hast, warum das so ist. Deswegen sage ich erst die Analyse, dann der Plan, dann die Aktion. Selbst wenn die Praxis tatsächlich Leuten hilft, so, ich meine, wir sind mittlerweile einfach in einer neoliberalen Welt, wo alle Menschen irgendwie so
komplett isoliert sind. Es gibt überhaupt keine Arten und Formen mehr von Gemeinschaft. Also natürlich ist klar, dass halt irgendwie so eine politische Praxis nicht irgendwie in einer Sozialdemokratie verenden dürfen. Aber ich finde schon, also gerade die Rosa Luxemburg hat das ja Sozialreform genannt, dass es schon notwendig ist, auch quasi für eine soziale Reform zu kämpfen, in dem Bewusstsein, dass wir den grundlegenden Widerspruch im System nicht überwinden können. Gerade in dem Neoliberalismus, in dem wir leben, wo so viel Infrastruktur einfach privatisiert wurde, keine Ahnung, Mieten steigen auch ohne Ende. So, da hilft dir vielleicht, um zu verstehen, was passiert, die Eigentumsfrage, aber es hilft dir überhaupt nicht, um dir irgendein Mittel zu geben, was dagegen zu tun, oder? Recht sagt immer das Das ist schön. meine Frage. Was tust du dagegen? Was ist denn ganz unmittelbar hier gegenwärtig relevant? Und das ist doch eigentlich nur der Schritt in die nächste Richtung. Und alles andere sind so strategische Gedankenblasen, die vielleicht in ein paar Jahren mal relevant sind, wenn vielleicht mal mehr Leute an einem Tisch hocken und in der Lage sind, irgendeine Art von Programm tatsächlich anzubieten und zu sagen, das ist unsere politische Forderung. So, ich als Einzelperson bin ja da weit, weit weg davon. Und du genauso würde ich dir unterstellen. Brecht sagte mal was sehr Schönes. Wer seine Lage erkannt hat, wie sollte der aufzuhalten sein? Und die Schwäche dieses Zitats liegt daran, dass dieses Wer auch fehlinterpretiert werden kann als, was du jetzt zum zweiten Mal schon sagtest, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen als Einzelperson? Darum geht es nicht. Es geht um eine kritische Masse, die groß genug ist, um den kapitalistischen Laden zu kippen. Und das ist schon mehrmals im letzten Jahrhundert gelungen. Das kann man doch schon mal festlegen, festhalten, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln grundsätzlich 1917, 18 in der Oktoberrevolution erstmal total gekippt worden ist. Oder Kuba Aber und andere Länder. wo ist denn diese politische Masse? Wir haben doch irgendwie, ich denke mir immer, wenn es diese politische Masse geben würde und die sich nach ihrem Interesse orientieren würde, dann wären doch diese ganzen leninistischen Splittergruppen, die wir in Deutschland haben, die sich alle einbilden, dass sie die nächste kommunistische Partei sind, wären doch alles Massenorganisationen. Nein, das So, sind, also. die sind sich nicht einig und die können vor allen Dingen die Arbeiter nur schlecht überzeugen. Ich erwähnte schon, dass ihre Analyse oft völlig daneben ist. Auch in kommunistische Parteien wie DKP hinein, die sich selbst ja so nennen, und die können das nicht gut vermitteln. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was sagen die denn? Sagen die was über Geld und Eigentum? Sehr, sehr wenig. Das sind auch eher so ein bisschen die Gerechtigkeitsfanatiker, die nicht auf den Punkt kommen, nicht an die Basis rangehen. Und da kann natürlich nichts werden. Da waren die Bolschewiki unter Lenin, die waren schon viel weiter. Von wegen, ja, wie soll es denn gehen? Das würde ich jetzt zum Beispiel den leninistischen Kontext nicht so unterstellen. Da ist da eher schon das Bewusstsein da. Aber ich sehe tatsächlich deine Kritik in dem Sinne als angebracht, dass du halt sehr viele politisch bewusste Individuen hast, aber eine komplett entpolitisierte Arbeitswelt, da wo diese Widersprüche zutage treten, da wird halt nicht über die politischen Widersprüche gesprochen. So, aber die Leute sprechen in der Freizeit darüber oder versuchen in ihrer Freizeit irgendwas politisch zu agitieren, was sich halt irgendwo natürlich postmodern im Sand verläuft, weil es alles Bullshit ist am Ende. Aber das ist ja am Ende auch irgendwie eigentlich das Wesentliche so. Und ich denke mir, wir haben schon in vielen Punkten eine hochpolitische Gesellschaft, sieht man vielleicht an diesem ganzen Kulturkampf, wo die Leute so bisschen Ahnung von irgendwas haben, aber sich für irgendein Lager und die ganze Welt verkaufen und dann weiß ich nicht, aber das sind halt alles irgendwie so eigentlich Leute, die man meiner Meinung nach nicht so verurteilen sollte dafür, dass sie nicht die richtige Kritik oder Lösung hat, sondern sagen, hey, komm mal ran, so das und das ist vielleicht die richtige Frage, die du stellen solltest, aber das ist doch eine komplett verkehrte Antwort, die du gibst. Es ist mir jetzt wieder Also zu wenn das in den, abstrakt.
Das ist mir jetzt wieder zu abstrakt. Hochemotionalen Kontexten von heute noch Ja, möglich ist. nee, Sorry. gib mal bitte ein Beispiel. Das erinnert mich ein bisschen an dein Gespräch mit Zeller. Da wurde es stellenweise sowas von abstrakt, dass nur noch sehr gutwillige Zuhörer mitkommen konnten. Gib mal ein Beispiel für das, was du als letzte These aufgestellt hast. Also, spannend, das höre ich tatsächlich das erste Mal. Mein letztes Beispiel. Ja, diese ganze identitätspolitischen Leute, irgendwelche Leute, die sagen, ich bin jetzt woke und queer und muss mich irgendwie identifizieren. So dem, also das ist ja quasi an sich irgendwo von der Kritik her erst einmal schon richtig zu sagen, hey, ich habe keinen Bock auf die systemischen Vorgaben, die mir so gegeben werden, und versuche eine Alternative zu finden. Aber wie es dann halt letzten Endes umgesetzt wird von den Leuten, ist das halt komplett restriktiv. Na, So, gib doch und mal ein Beispiel dementsprechend ist dafür. Ich halt verstehe es wieder nicht. das. Also Ist halt eigentlich auch irgendwie ich bin vollkommen. woke oder queer und dann ist das restriktiv. Und ich verstehe nicht, ich Wird habe jetzt das keine klaren restriktiv Bilder. ausgelebt, dann hast du da halt einfach eine super individualistische Szene von Leuten, die irgendwo sich einbilden, dass sie für eine gerechtere Gesellschaft stehen wollen, aber halt meilenweit davon weg sind, weil sie sich eigentlich nur gegenseitig anscheißen, null von nichts von irgendeiner Art von solidarischen Kultur haben. So Punkte, die du ja auch kritisierst. So, ich habe halt quasi eine Perspektive aus einer linken Szene heraus. Sorry, das ist vielleicht manchmal schwierig nachzuvollziehen, wo ich den Gedanken her habe. Die wollen eine gerechtere Gesellschaft und eben das ist der Fehler. Ich will keine gerechtere Gesellschaft. Ich will diesen Laden komplett weghaben. Dafür habe ich Gründe. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Da gehe ich, also das sehe ich auch komplett genauso. Aber ich würde sagen, es ist ein Minimalkonsens, auf dem ich ein Gespräch aufbauen kann, in dem ich versuchen muss, irgendwie die Brüche in dieser Realität irgendwo, oder keine Ahnung, die Widersprüche in deren politischem Weltbild irgendwo aufzuzeigen, dass die Leute checken, hey, yo, vielleicht ist das Bullshit, was ich da als Theorie vermittle. Dann könnte man doch So. vielleicht sagen, bei diesen Queer-Leuten, Das, was du die bei mir oft, vielleicht auch versuchst. bei diesen Queer-Leuten, du hast das Thema angesprochen. Gut, ich lasse mich jetzt mal darauf an. Diese Queer-Leute, die wollen eine gerechtere Gesellschaft, die wollen nicht diskriminiert werden, weil sie, sagen wir mal, im Sexualverhalten den Konservativen auffallen, denen nicht passen. Ne? Die werden diskriminiert. Das geht ja bis hin zu, die werden vielleicht aus ihrem Job geschmissen. Ja, das sind ja dann ganz knallharte materielle Sachen und nicht nur, dass sie mal ein bisschen blöde auf der Straße angemacht werden. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Dass die sagen, ey, komm, was geht's dich denn an, wen ich ficke von mir aus, ja, wenn du so willst, oder Ja, wen ich das begehre ist ja im einfach. Endeffekt die Kernfrage, So. auf jeden Fall. Aber umgekehrt, wie erkennt man denn, dass jemand queer ist, wenn das nicht selber nach außen ausstellt? Mich interessiert doch gar nicht, wer mit wem ins Bett geht, wenn er nicht mit mir Ja, ins Bett klar. gehen will. Und Aber die, deswegen weißt du, die sagt man den blähen Leuten das, ja auch, die. hey, du bist ja trotzdem Arbeiter. Ja? Bist ja trotzdem Arbeiter. Oder vielleicht auch nicht. Und dann hast du ein ganz anderes Klasseninteresse, dann kannst du dich verpissen. So, aber das ist ja doch Ja, so quasi der ungefähr, ja. Aber Punkt, das auf die Kernfrage hinzuleiten. dann würde ich aber auch mit denen darüber reden. Guck mal, es gibt immer Mobbing in dieser schönen Konkurrenzgesellschaft. Es gibt immer, Leute suchen ständig, auch in der eigenen Klasse, nach Fehlern beim anderen, wo sie den anderen schlecht machen können, um sich selbst besser darzustellen. Das ist die Psychologie des bürgerlichen Individuums. So, und da muss ich diesen Leuten auch sagen, das wird hier auch nie aufhören. Du kannst versuchen, dir Schutzräume zu bauen oder vom Staat fördern zu lassen. Da gibt es ja große Förderanträge und wir wollen hier unser Ding machen und so weiter. Am Prinzip wird sich nichts ändern. Ich sage Ihnen nicht, tut gar nichts, das wäre auch Quatsch. Ich sage auch den Arbeitern nicht, tut gar nichts. Ich sage, okay, dann macht mit Gewerkschaften wenigstens Inflationsausgleich. Aber macht euch mal klar, was dahinter liegt und tut nicht so. Die appellieren ja auch oft an staatliche Hilfe und nehmen sie auch gerne in Anspruch, auch ideologisch gerne in Anspruch. Die finden das dann auch gut, wenn irgendein Stadion in Regenbogenfarben erstrahlt, finden die dann auch noch gut und marschieren mit Staatsvertretern manchmal Hand in Hand die Straße lang. Das heißt, ja, habt ihr sie noch alle? Die organisieren euer Elend. Weißt du? Ja, komplett, komplett.
Gerechtere Das ist einfach Gesellschaft, massiv in gerechter die Schieflage Kapitalismus, geraten über die letzten Jahre. Das ist ja. einfach massiv in die Schieflage geraten die letzten Jahre. Was an Personal, die letzten gerade 10 Jahre an Leuten in diese ganze linke Szene reingekommen ist. Das ist alles so staatstreues Volk am Ende. So, da ist gar nicht mehr so die Generalopposition da, die es mal war. So. Aber ist halt auch schwierig, irgendwie als Folge von, keine Ahnung, dieser ganzen Stadtguerilla und so weiter, wo das ja versucht wurde, so, und das ist halt schwierig, so, und ich bin halt mittlerweile auch irgendwie an dem Punkt, ich muss mir eigentlich auch für eine dezidierte politische Meinung anschauen, was ist der Staat und was davon ist auch notwendige Infrastruktur, wo ich sagen muss, ey, das kann eigentlich nicht komplett weg, so, klar, irgendwo so diese ganze parlamentarische Scheiße, Grundgesetz und so weiter, kann schon weg, aber sowas wie Wasser- und Stromversorgung und sowas, Wasserwirtschaftsamt, sowas sollte ja jetzt vielleicht nicht gleich weg. So, und das Nein, sind ja auch nein. im Zweifel Leute, die durchaus auf unserer Seite stehen, weil die ja auch eine erhaltene Funktion haben und damit eigentlich gar nicht konform gehen, damit wie die Politiker Also ja uns ausverkaufen am Ende. zur Durchsetzung oder zur Gewährleistung von Wasser- und Stromversorgung, des Straßenverkehrs und so weiter, braucht es Regularien, keine Frage. Aber warum hat der Wa Staat und muss er es auch haben, in der schönen Marktwirtschaft ein Gewaltmonopol? Warum kann er die staatliche Ordnung offenbar nur mit Gewalt durchsetzen? Warum beaufsichtigt er Verträge? Das heißt, ihr sollt euch gefälligst vertragen. Also richtet nicht der Banane. Staat erst die Gesellschaft so ein, dass gegensätzliche Interessen entstehen, weil die Freiheit des Eigentums gilt. Je mehr Eigentum, desto mehr Freiheit, ne? Und dann ist natürlich mein Vermieter niemals mein Freund, weil sein Vorteil, Mieterhöhung, ist mein Nachteil. Überhaupt, in dieser Gesellschaft ist des einen Vorteil immer des anderen Nachteil. Gerade wenn es um Geld geht, auch in Familien, unter Freunden manchmal. Ey, Alter, hast du schon in die Bierkasse eingezahlt? Kennst du da sowas? Ne? Und das richtet der Staat doch erst ein mit seiner Freiheit des Eigentums. Und deswegen braucht er die staatliche Gewalt, um den Laden halbwegs friedlich zu halten. Das wäre in einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft nicht nötig. Da müsste man nur wirklich regulieren, regieren. Und die Urlüge der Demokratie ist, diese Regierung, was sie im Kapitalismus ist, wäre was ganz anderes als Herrschaft. Darauf fallen die Leute rein, die Wähler. Deswegen wählen die ja auch. Und deswegen hören ihre Klagen auch niemals auf über die Regierung. Die sind ja unfähig. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann wählen sie wieder irgendwas. Und dann ändert sich gar nichts. Es wird immer schlimmer. Ja, voll. Ja, schon, aber der Punkt ist ja trotzdem immer noch der, was tun dagegen? Wir haben eine Idee von einer solidarischen Gesellschaft, wie sie aussehen könnte. Aber wie kommen wir dahin? Also ich muss mal sagen, ich habe da keine große Idee, wie eine solidarische Ich Gesellschaft auch nicht. aussehen sollte. Du hast übrigens selber mal gesagt, das erinnert mich daran, die Leute haben doch selbst, die sind selbst klug genug, um handlungsfähig zu sein. Da habe ich ein großes Ausrufezeichen hingesetzt, sage ich sehr richtig, hast du das gesagt. Also da ist es auch obsolet zu sagen, ja, wie soll denn dann der richtige Sozialismus oder Kommunismus überhaupt aussehen? Die Leute sind schlau genug. Wenn diese freiheitlichen Eigentumsfragen dann mal geklärt sind und man sagt, nö, es gehört alles allen und wir müssen nur eine vernünftige Planwirtschaft für Bedürfnisse machen, was brauchen die dann noch? Die sind klug genug, da gibt es Experten, für jeden Bereich gibt es Experten, auch für die Logistik und mit Computertechnik. Heute, ey, jeder Betrieb, übrigens Planwirtschaft gibt es ja schon, jeder Betrieb plant, nur eins kann er nicht planen, das ist die Konkurrenz. Und die würde ausfallen im Kommunismus. Und das braucht man sich nicht in exakten Farben ausmalen, sondern wenn man das begriffen hat, sagt, oh Gott, was da alles möglich wäre. Was wäre das für ein geiles Leben? Einfach nach Bedürfnissen produzieren und nicht nach Profiten. Das kann ich kaum irgendwo sehen, wobei es Ansätze dazu gibt. Ich sage mal, China wäre aber jetzt ein ganz großes Thema, würde ich jetzt nicht aufmachen, das Fass. Großes Streiten sich die Linken wahnsinnig drum. Und Leute, Ja. die wirklich Ahnung haben von China, die streiten sich da wie verrückt. Obwohl es so weit weg ist von hier. Wer versteht Chinesisch? Oder nicht nur als Schriftsprache, sondern Ja. auch, wie denken die? Die denken sehr langfristig. Das ist mir sehr aufgefallen.
Oder einer, der in China im Parlament sitzt, der muss erst mal bewiesen haben, dass eine ganze Gemeinde erfolgreich über mindestens ein Jahr oder längere Zeit noch gut organisieren konnte, einfach organisieren konnte. Welche Experten haben wir in der Regierung? Ich weiß es nicht genau. Solche wie Habeck, über die sich die ganze Republik lustig macht? Wir haben diese Maurice Höfgen-Leute, oder? Ja, Als die Linke, als Baerbocks und all Alternative. diese Typen haben wir ja. Ja. Ja, aber ich meine, das ist halt einfach auch, keine Ahnung, du kannst ja da auch nichts anderes mehr wählen als das Kapital am Ende. Gibt es irgendeine Partei, die das nicht ist, so? Und da ist aber halt auch irgendwie so, weiß ich nicht. Ne, wie formuliere ich das? Eine sozialistische Gesellschaft muss doch eine organisierte Gesellschaft sein, oder? So, wenn wir uns selber irgendwie verwalten wollen, dann müssen wir uns doch irgendwie organisieren. So, das ist was, was jetzt, also du beziehst dich ja auch auf den Gegenstandpunkt, wo ich da eher eine Aversion dagegen sehe, dass sich Leute organisieren und tatsächlich versuchen, die richtige Organisationsform zu finden, Nö. hatte ich bisher den Eindruck. Nö. Aber vielleicht ist das auch nur das, was andere Leute darüber sehen, Nö. sagen. Also die sagen ganz klar, wenn gefragt wird, wie sieht denn der Sozialismus aus? Naja, wie soll er groß aussehen? Man produziert für Bedürfnisse, da ist natürlich ein bisschen Logistik gefragt. Und ansonsten, wie der dann aussieht, Ja, werden wir klar. sehen. Werden wir sehen. Das ist ja regelrecht arrogant, wenn man heute schon überlegt, sagt, ich bin Linker oder Kommunist oder sowas. Und komm, wir machen mal einen Plan, wie das dann in 30 Jahren, wenn vielleicht der Sozialismus siegt. Quatsch, du weißt doch gar nicht, welche Experten da am Start sind in 30 Jahren, wenn überhaupt Das sowas ist passiert. Also die vollkommen Wahrscheinlichkeit, dass in richtig. 30 Jahren diese Erde überhaupt nicht mehr, gar kein Leben mehr da ist, die ist weit höher im Moment auf jeden Ja, Fall. aber Atomkriegsgefahr, wenn, Klima und da ist ja alles. Ne? also selbst, also ich mag diesen Begriff von Masse nicht, der ist mir in den meisten Fällen zu abstrakt, aber selbst wenn es irgendwo in 20, 30 Jahren in eine Art von Massenorganisation geben sollte, dann muss sie ja irgendwo herkommen, die wird ja nicht aus dem Nichts entstehen, oder? Das Darum muss ja ringen, quasi erst darum. einmal jemand in der Lage sein, diese Menge von Leuten unter einem Hut mit einem sozialistischen Programm zu vereinigen oder einem kommunistischen Programm, weil das gehört ja eigentlich auch dazu. So. Darum ringen Kommunisten in aller Welt. Bislang, vor allen Dingen, guck mal, der Ja. erste große Schlag war wirklich die Aufgabe des Realsozialismus. Die haben aufgegeben. Und das war für viele Kommunisten der Riesenschlag. So wie, ach, und die haben sogar geglaubt, ach, jetzt ist der Kommunismus tot. So, ne? Was war denn dein Punkt mit der Sowjetunion? Hat das da angefangen? Aber. Die Sowjetunion hat tatsächlich die Eigentumsverhältnisse komplett umgeschmissen, ja? Aus dem Zarenreich raus in den Versuch, eine sozialistische Planwirtschaft aufzubauen, Ja. ja? Und dann haben sie bemerkt, dass die Bauern, Lenin bemerkte, dass die Bauern sich weigern, die Städter zu versorgen, einfach mal so. Hat dann versucht zu agitieren, sagt, ey, ihr kriegt von den Städtern eure Traktoren gebaut. Da könnt ihr ihnen ja mal Nahrungsmittel schicken. Was ist denn hier los? Nein, die Bauern wollten in der Mehrheit Rubel sehen. Hießen damals auch schon Rubel. So, da hat der Ja. Lenin ein Notprogramm gestartet. Neue ökonomische Politik hieß das Ding. Und hat begrenzt zugelassen, dass hier kapitalistisch gewirtschaftet wird mit Geld. So, und dann haben die Bauern gesagt, ja, okay, wenn ich Geld kriege, dann mache ich das. Okay, das war ein Notprogramm. Er hat aber den riesengroßen, wirklich unverzeihlichen Fehler gemacht, seine Parteikader in die Schulen des Kapitals zu schicken, um dort Wirtschaft zu lernen. Mit dem schönen Effekt, dass über die eigentlich gesamte Zeit der Sowjetunion hinweg, die anderen haben es ja nicht geändert, weiterhin eine Geldwirtschaft betrieben wurde mit Lohnpreisprofit bis zum Kredit. Also aus einem Notprogramm Ja. versucht, eine Art Programm zu machen, wo eine sozialistische Wirtschaft aufgebaut wird. Und das war der unverzeihliche Fehler. Ja. Also es gab ja auch von Anfang an quasi den klaren Sachzwang zwischen jetzt die Revolution vorantreiben und das Projekt Sowjetunion an sich zu erhalten. Und das hat ja quasi letzten Endes auch auf
Ja, eben diese Kriegswirtschaft letzten Endes erzwungen, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, mit der So. Kriegswirtschaft, da habe ich auch eine schöne Anekdote dazu. Da gab es ein Traktorenwerk, was in der Sowjetunion ein sehr großes Traktorenwerk war. Die haben es doch wirklich fertig gekriegt, innerhalb eines Jahres nur ein oder zwei Modelle von halbwegs verwendungsfähigen Traktoren zu produzieren. Die anderen waren zu schwer. Da gab es zum Beispiel diese Tonnenideologie. Wer viel Stahl verbaut, muss ja wohl viel bringen. Dann sind die Traktoren regelmäßig im Schlamm eingesunken. So, dasselbe Traktorenwerk. Also die wollten, pro Tonne wurde abgerechnet, damit gab es also so eine Plankennziffer, da gab es so und so viel Rubel dafür, wieder Scheißgeldwirtschaft, die mit praktischen Erfordernissen nicht zu tun hat. Dann begann der Überfall, mit dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion, sagte Stalin den Leitern dieses Traktorenwerkes, ihr baut ab jetzt Panzer. Und zwar scheißegal, was es kostet. Die sollen so leicht und so gut gepanzert wie möglich sein, damit sie so schnell und so stark wie nur geht sind. Was? Wir können uns alles nehmen, alle Ressourcen, natürlich. Wir müssen uns gegen Hitler wehren. Und dieses Traktorenwerk, was bis dahin hauptsächlich Schrott produziert hat, hat auf einmal die meisten Panzer im gesamten Zweiten Weltkrieg produziert. Und das war die reine Planwirtschaft. Das heißt, es geht. Es geht. Ja, Aber sie haben klar, leider auf nicht jeden die Fall. Nachfolger und Khrushchev und so weiter, haben leider aus solchen Sachen nicht die richtigen Lehren gezogen. Und die sind dann sehr gerecht untergegangen im 1:1-Vergleich mit dem globalen Kapital. Ja, auf jeden Fall. Also was lässt sich daraus lernen? Planwirtschaft geht, man muss sie nur ernst nehmen. Auf jeden Fall. Es ist halt auch wieder so die Frage nach dem, wohin, gerade wenn du jetzt sagst, du hast ein Proletariat, du hast Bauern, die jetzt noch nicht irgendwie so das große politische Bewusstsein haben, die jetzt erstmal nachvollziehbarerweise sagen, ich brauche Geld, um irgendwie meine Miete zu bezahlen und den ganzen Scheiß, weil wir haben halt gerade diese kapitalistische Wirtschaft, ohne die es halt nicht geht. Was wäre die Alternative? Du kannst ja jetzt nicht von einem Tag auf den anderen so, Leute, ihr habt kein Geld mehr und müsst dann mal gucken, wie ihr damit klarkommt. Das, Naja, wenn du die Wohnungsfrage ansprichst, was war denn los in der DDR? Die Mieten waren eingefroren auf eine Mark, eine DDR-Mark pro Quadratmeter. Also die Mieten waren nicht das Problem. Es hatte auch jeder eine Wohnung. Kann mich nicht an Obdachlose erinnern. Nur die Wohnungen waren meistens in keinem sehr guten Zustand. Das ist wieder was anderes. Ja, woran das wieder lag. Also, es wurde alles wahnsinnig subventioniert. Man hatte keine Angst, dass die Butterpreise morgen steigen. Heute haben viele Leute ständig diese Ängste. Ich Ja, habe schon. keine Rentner gesehen, die Flaschen gesucht haben. Und, und. Es ging schon. Nur dann muss man eben sagen, welche Fehler haben die gemacht und beim nächsten Mal machen wir es besser. Was sollte denn überhaupt ein Staat einrichten an Geldwirtschaft, außer da, wo es leider nicht anders geht, wenn er keine genügend Ressourcen hat, um im internationalen Rüstungsmarkt mitzuspielen. Da muss er wirklich einkaufen auf dem Weltmarkt. Da muss er auch die Arbeiter sehr stark ausbeuten mit Schichtarbeit, damit die ständig die neuesten Waffen bauen können. Das ist einsichtig. Ne? Solange es eben noch diesen Konkurrenzkampf gibt mit dem globalen Kapital. Aber warum sollte er denn ansonsten alles mit Lohn, Preis, Profit und Kredit machen? Da kann er den Kapitalismus gleich sein lassen, wie er will. Der funktioniert nämlich ganz gut. Ja. Schon, naja, gut, also ich meine, man könnte jetzt sagen, wir haben ja diesen chinesischen Genossen, der sagt hier, der Staatskapitalismus ist quasi eine Entwicklungsstufe auf dem Weg zum Sozialismus. So, weil irgendwie theoretisch müsste man ja schon sagen, dass du dann eine Art von Staat hast, wo du das wirtschaftliche Geschehen zumindest beeinflussen kannst, oder? Es ist ja doch auf jeden Fall was anderes, als jetzt dieses, die freie Hand des Marktes regelt das schon. So. Die Chinesen Das ist machen das natürlich ja alles sogar. widersprüchlich und so, Ja, aber. die Chinesen tun das ja. Die hauen den Monopolisten, den Großen, auf die Finger. Übrigens, Putin tut es auch. Und der Putin, der hat überhaupt nichts im Programm von wegen, wir wollen irgendwann mal zum Kommunismus, im Gegensatz zu den Chinesen. Ja. Ja. Aber selbst Putin sagt, ey, wenn ihr hier was gegen unsere nationale Sicherheit und so weiter macht, dann landet ihr im Knast. Khodorkovsky war so ein schönes Beispiel. Der war ja ein großer Unternehmer. Und die Chinesen,
Ja, die schreiben in ihr Programm 20, ich glaube 50, soll der Sozialismus durchgesetzt sein. Irgendwie so, ja. Ne? Irgend so eine Zahl haben die da genannt, tatsächlich. Und das ist natürlich jetzt eine Riesenspekulation, ob das gelingt. Da streiten sich wieder die Experten. Ob das Ja. jetzt nur ein falsches Etikett auf der Flasche ist und das ist das dieselbe kapitalistische Scheiße drin in der Flasche, oder es könnte ja doch sein. Nur wer von denen, die sich da streiten, beschäftigt sich wirklich intensiv damit? Was machen die Ja. Chinesen? Klappt das überhaupt? Ist das jetzt nicht auch nur ein anderer kapitalistischer Weg? Also, ich kann da Literaturempfehlungen geben. Renate Dillmann zum Beispiel hat auch ihre Website. Die kennt sich sehr gut aus, hat, glaube ich, zwei Bücher schon geschrieben über China. Und die bezweifelt sehr stark, ob die Richtung Sozialismus, Kommunismus gehen. Andere sagen wieder, ja, doch irgendwie schon, hin und her. Wir können es nicht Ja. prognostizieren. Es ist Quatsch, ja. Nun, also ich meine so, dass das chinesische Argument wäre da ja auch, wir haben eine Planwirtschaft. Sorry. Und wir planen das. So, da laufen ja Pläne, die darauf hinführen sollen. So, also was Funktioniert dann da so. funktioniert ja auch in vielen Bereichen. Wie schnell die Ja. Krankenhäuser in Corona-Zeiten hochgezogen haben, wie schnell die ihre Eisenbahnlinien ausgebaut haben, wie pünktlich dort die Züge sind, wie schnell die fahren. Da kann man in Deutschland nur von träumen. Ja, schon voll. Aber ich meine, so gerade in dieser Relation muss doch für, also gerade so an dem Standpunkt, wo wir jetzt quasi gerade als sozialistische Bewegung, sage ich mal, sind, es ist doch nachvollziehbar, für lebensnotwendige Institutionen zu kämpfen, im Hinblick darauf hin, dass wir diese Revolution irgendwann brauchen, weil wir haben diese Revolution ja nicht. Also ich meine, gerade wie jetzt so Sachen wie die Bahn war mal verstaatlicht, so warum wird sowas nicht wieder enteignet? Es ist vollkommen klar, dass das sozialdemokratische Praxis ist. Im Grundgesetz steht drin, dass das möglich ist. Aber es ist ja an sich überhaupt nichts verkehrt daran zu sagen, solche Sachen sollten wieder verstaatlicht werden. Aber was hat das jetzt mit der Bedingung für ein Klassenbewusstsein zu tun, wenn die Bahn dann in Deutschland vielleicht auch mal wieder pünktlich fährt? Was hat, also damit Naja, wir bei den pünktlich zur Demo Bedingungen für kommen, oder was? Klassenbewusstsein, die, nee, aber es ist die Möglichkeit, innerhalb der Organisation quasi das Klassenbewusstsein zu erkennen, oder nicht? Oder zu Wie, wenn finden. die Bahn pünktlich fährt? Damit, Oder wie nein, verstehe ich? innerhalb einer Bewegung, die dafür fordert, dass so grundlegende Infrastruktur wieder verstaatlicht wird. Geht nicht darum, sich daran aufzuhängen, dass die Bahn verstaatlicht wird, sondern dass es ein Teilziel auf dem Weg ist. Aber welche Zwecke verfolgt denn der kapitalistische Staat? Natürlich ist der kapitalistische Staat immer noch der ideelle Gesamtkapitalist, so daran wird sich nichts ändern. Aber das Argument ist ja quasi so, dass diese ganze Verwertung jeglichen Lebensbereich mittlerweile durchzieht. Und es geht halt darum, dass es quasi in der staatlichen Hand immer noch quasi besser aufgehoben ist als in privater Hand, weil da zumindest die Möglichkeit ist, darüber irgendeinen Einfluss darauf zu entwickeln oder das zumindest versuchen, da einen Einfluss darauf zu haben. Vielleicht haben ja die staatlichen Hauptvertreter und die Entscheidungsträger tatsächlich für sich erkannt, dass Deutschland dann am besten wettbewerbsfähig ist oder Wettbewerb konkurrenzfähig in der Ja. Welt, wenn man konkurrenzfähig heißt ja, es geht nach dem Bruttoinlandsprodukt, wie viel Preise abgerechnet werden können von Waren und Dienstleistungen. Und das funktioniert eben besser, wenn es in nichtstaatlicher Hand ist, weil die Unternehmer alles tun und da sehr effizient sind, um richtig viel Profit zu machen, besser als die, können das staatliche Organe nicht. Wenn die da Leute haben in ihren Büros als staatliche Angestellte, die sind doch nicht so hoch motiviert, viel Profit zu machen wie einzelne Unternehmer. Die sitzen da, die kriegen ihr Geld sowieso. Muss Weißt ja du, auch und gar nicht, oder? deswegen sagen So Staatsver verstaatlichtes Krankenhaus muss ja gar keinen Profit eben. Das kann ja wohl nutzen. nicht wahr sein, dass im Krankenhaus kein Profit gemacht wird. Ja, aber Natürlich das würde ja krepieren der dann mehr bürgerliche Leute. Staat würde das doch hinbekommen, oder?
Der würde das nicht Auch in deinen hinbekommen. ganzen Widersprüchen sollte der sowas doch zumindest noch Nee, hinbekommen. Hat er ja vor 20, 30, 40 Jahren auch noch, oder? der bürgerliche Staat sorgt für eine gewisse Grundversorgung, dass die Leute nicht gleich reihenweise abnippeln, die Arbeitskräfte wegsterben und auch für den sozialen Frieden. Wenn nämlich die Leute schlecht versorgt sind und ein Rentner dann stirbt an wirklich sehr behandelbaren Krankheiten, weil der kann noch nicht mal seine Krankenkasse bezahlen. Und wenn du 2 Monate keine Beiträge geliefert hast, kriegst du nur noch die absolute Grundversorgung. Und die Ja, anderen Zipperlein, die wirken ist das weiter doch noch und dann wird es angerechnet. lebensgefährlich, dann ist es nicht mehr reparabel. Der Staat macht nur die äußere Infrastruktur und die rechnen doch ständig durch. Sagen, naja, das schaffen unsere staatlichen Organe nicht, gib's mal lieber dem Konzern. Und da gibt es einen Krankenhauskonzern. Ne? Da gibt es ganze Ketten davon. Und das ist hammerhart, wie die rechnen. Und es geht hier nicht um ein gesundes Leben für die Menschen. Darum geht es gar nicht. Die Arbeitskraft muss erhalten werden, das interessiert den Staat. Und die Leute sollen natürlich erpressbar sein, denen soll es auch nicht zu gut gehen, das darf man nicht vergessen. Und der soziale Friede soll irgendwie gewahrt werden. Ne? Und da sehen wir ja, Ja, dass das schon. auch wunderbar funktioniert. Die sind ja im Moment in so einer Krise, dass sie richtig zittern müssen vor der AfD. Ja, aber das ist ja auch so einer der Grundfehler so dieser ganzen Sozialdemokratie, so der Wunsch nach diesem sozialen Frieden, wo halt der Klassenwiderspruch einfach so zum Missverständnis erklärt wird. Dann sagt mal, hey, chillt mal, wenn es mal drauf ankommt, chillt mal und wir kriegen das schon gelöst. Ja. Aber machen dann am Ende halt trotzdem nichts. So, Die. aber auf der anderen Seite geht es halt auch darum, irgendwie Leuten, die nach einer politischen Orientierung suchen, die mitzunehmen und auch dafür zu begeistern, dass manche ihre Ideen vielleicht nicht verkehrt sind, aber das halt auch zu einem konkurrenten Weltbild eigentlich nur im Marxismus zusammenfindet, oder? Wenn Leute schon einen sozialen Anspruch an ihre Politik haben. So, also ich finde, dass man da, was so sozialdemokratische Kontexte angeht, schon offen sein kann, vor allem wenn man sowieso weiß, hey, keine Ahnung, man wird sowieso nicht gewählt, man wird sowieso nie von den Medien gut dargestellt. Sowas passiert nicht so. Es ist klar, dass uns nur die Revolution was bringt. So, aber nach der Frage von wohin, so kann man jetzt quasi auch den deutschen Kommunisten irgendwie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg schon vorwerfen, dass es irgendwie Sozialdemokraten wären, die sich mit einer reformistischen Politik abgespeist haben. Aber das waren sie ja nicht. Denen war ja klar, dass es halt am Ende eine Revolution braucht, um die Klassenverhältnisse zu überwinden. So. Damals gab es ja auch tatsächlich in großen Kreisen recht revolutionäre Stimmung im Gegensatz zu heute. Also vor 100 Jahren Auf jeden Fall. waren die Arbeiter bestimmt noch, da gab es ja auch die Kommunisten waren ja eine echte Konkurrenz zu den Faschisten zum Beispiel. Es gab Arbeiterlesekreise, die haben Marx noch gelesen. Wer macht denn das heute noch? Da sehe ich auch ein Dilemma, da sehe ich wirklich ein Dilemma für die kommunistische Bewegung. Absolut. Weil die Anziehungskraft der Medien, wenn du schon so kaputt nach Hause kommst, die ist so stark, da liest du nicht Marx, da guckst du RTL und Sportschau und weiß ich was. Weil du bist auch total erschöpft und du sagst, und jetzt soll ich noch Marx lesen? Was ist denn hier los? Ne? Und irgendwie geht es mir ja nicht mehr so schlecht wie denen vor 100 Jahren. Meine Wohnung hat kein Außenklo und hat eine funktionierende Heizung. Ich habe ein Auto, einen Kühlschrank. Wirklich, mit sowas kommen die dann. Also das Prinzip, dass sie ausgebeutet werden, hat sich überhaupt nicht geändert, aber es ist natürlich etwas bequemer geworden alles. Ja, und es wird halt verklärt, oder? Es gibt, das ist ja auch so ein Punkt, dass es egal, welche politische Position du versuchst zu veräußern, es gibt überall so Gatekeeper, die dann halt kommen und sagen, diese und diese Position darfst du so und so nicht vermitteln, weil sonst bist du, keine Ahnung, Antisemit oder sonst irgendwas. Also ich meine, ist auch einfach aus meiner lokalen Geschichte mit Antideutschen, die sagen, okay, wenn ihr jetzt gegen die Fürstin mit euren Fackeln und eurer Guillotine aufmarschieren wollt, dann ist es antisemitisch, weil einerseits gibt es ein ehemaliges jüdisches Viertel, wo ihr durchlaufen wollen würdet, und andererseits wäre das ja schon sekundär antisemitisch, weil die Fürstin als Einzelperson für eure Kapitalismuskritik
ist halt sekundärer Antisemitismus, so dass die halt einfach wieder die komplett recherchiert und veröffentlicht haben, mit wem die alles vernetzt ist und was sie alles so hat und so treibt. Aber das hat die Leute halt nicht interessiert und das hat sich lange, die letzten 6 Jahre durchgezogen, dass es einen Haufen Leute gab mit dem Anstrich links, die wirklich sehr repressiv ab und losgegangen sind und gesagt haben, ihr könnt aber nicht die Linken sein, so. Das ist schon sehr verrückt eigentlich. Es funktioniert, die staatliche Ideologie funktioniert. Und das ist auch, damit müssen sich Kommunisten aber wirklich auseinandersetzen. Ich meine, Marx hat ja auch vorm Kapital hat er die Kritik der deutschen Ideologie geschrieben und auch Religion kritisiert und so weiter. Da waren ja Staatsideologien schon längst unterwegs, oder sagen wir mal, herrschaftsdienliche Ideologien waren ja schon längst unterwegs. Nur so ausgeklügelt, wie sie heute sind, war das natürlich alles noch nicht. Also der Marx hat bestimmt nicht ahnen können, dass man zum Beispiel aus dem politischen Vortrag rausfliegt, wenn man über Lohnarbeit spricht. Da fliegt man dann raus vor Linken, weil man nicht gendert, zum Beispiel. Das gibt's ja alles, ja. Oder weil man sagt, es gibt Ja, zwei stimmt. Geschlechter. Da wurde die Professorin rausgeschmissen, ja. So, also da sind so viele, also sag mal, in diesen Thinktanks werden sich immer wieder raffinierte Sachen ausgedacht. Da kommen Kommunisten kaum hinterher, weil die werden ja auch nicht dafür bezahlt, sich sowas auszudenken. Die müssen arbeiten, haben Familie. Die haben gar nicht die Zeit, sich mit jedem Schwachsinn jetzt jeden Tag wieder neu aus. Das ist aber die Taktik der Herrschaft, dass sie sagen, oh, guck dir alle Geistes- und Gesellschaftswissenschaften an. Hauptsächlich Schwachsinn wird da verbreitet. Die Psychologie sagt, sei resilient. Also ändere nicht die Verhältnisse, werde selbst verhältnismäßig, bedeutet das ja sozusagen. Oder Ja, schon. die Soziologen reden über die Gesellschaft im Allgemeinen und nicht die konkrete kapitalistische. Darüber reden die gar nicht erst. Und so geht das weiter in der Politologie. Und es ist alles ein Quatsch. Und bis hin zu philosophischen Spinnereien, die sehr beliebt sind, dass man sagt, es gibt keine absolute Wahrheit und man muss immer relativ und immer sagen, ich finde, ist ja nur meine Meinung und du kannst alles fragen, aber du darfst nie behaupten, etwas zu wissen. Aber komischerweise, in den Naturwissenschaften gilt das gar nicht. Wenn du nämlich einen Physiker fragen würdest, fliegt ein Flugzeug oder nicht? Nur der eine sagt so, der andere so. Da würden nicht viele Leute das Flugzeug buchen. Der Physiker wird Ja, schon das sagen, ich kann stimmt. es dir erklären, das fliegt. Und wenn es mal abstürzt, was sehr selten passiert, dann wissen wir die Ursache. Na, aber in allen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften immer dieser Pluralismus heißt das ja dann. Naja, der eine Professor sagt so oder so, wenn du Doktorarbeiten liest. Ich beziehe mich auf die Theorie von Professor sowieso und nicht, ich sage einfach mal, das und das habe ich rausgefunden. Das wäre doch mal schön. Ja, aber ich meine, die Leute denken halt, diese ganzen soziologischen Studiengänge, die Leute denken, das wäre hochpolitisch und es wird ihnen halt auch als solches verkauft. Aber es ist, wie du schon sagst, das fehlt halt quasi so. Die fehlende Relation zur tatsächlichen Gesamtgesellschaft, die wird halt einfach als gegeben. Die Demokratie. Das ist halt einfach die Das ist erstmal Institution, die super. wir gerade haben. Demokratie ist So. erstmal super, genau, ja. Schon. Ja. Aber Man es ist ja kann, letzten ja. Endes austauschbar mit diesem Begriff Herrschaft. So, die aktuelle Herrschaft ist das halt, was es definiert. So, der aktuelle Mainstream, keine Ahnung. Aber Naja. du hast ja diese Linken, das ist halt voll in diesen ganzen linken Szenen, das ist voll mit solchen Leuten. Voll mit solchen Leuten, die vielleicht auch noch eine Perspektive auf irgendeinen gut bezahlten Job in der Kultur irgendwie Branche haben und deswegen sowieso gar nicht mal das Interesse entwickeln, irgendwie die ökonomischen Verhältnisse zu kritisieren. So, aber da habe ich halt einfach so meine Wohnungslosen-Arbeitslosen-Perspektive, wo ich halt sage, hey, keine Ahnung, ihr habt einfach alle keine Ahnung davon, vom Leben an sich, mit welchen realen Widersprüchen du hier als Mensch, als Arbeiter konfrontiert bist, so. Schon. Und da kommen wir wieder auf die Frage zurück, ja, was tun? Man kann nur mit Leuten reden und versuchen, ihnen klarzumachen, woran das liegt, worüber sie sich beklagen. Und dass es zum Beispiel falsch ist, Nationalismus zu pflegen, zu sagen, Deutschland zuerst, so ist ja beliebt, ne?
Was hast du denn davon? Verwechselst du nicht Staatsinteressen mit deinen eigenen? Am Ende gehst du für Deutschland sogar noch in den Krieg und lässt dich abknallen. Ja, voll. Schon. Also Aber ich meine, das ist man halt, kann nicht das mehr tun als das, weißt du? Was soll man? ist. Theorie ist heute die Praxis, weil es nicht genug Leute gibt, die genug wissen über den Kapitalismus, dass sie bereit sind, dafür sogar ihren Job zum Beispiel, und wenn es nur der ist, zu riskieren. Ja. Sollen wir hier alleine loslaufen und Revolution brüllen? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das war eh komplett daneben. Ja, ist Weißt schwierig so mit dem ganzen, mit dem Thema Nationalismus, weil ich mir denke, so, ja, irgendwie gibt's, weiß nicht, so dieses Thema vom BSW, so, dass dem, also, das, da fand ich so, obwohl ich eigentlich in 99 zu 1 inhaltlich großartig finde, fand ich ihre Kritik an Erwin da irgendwie ein bisschen schwach, weil sie quasi das BSW nur darauf runtergebrochen wurde, dass sie halt eine Partei sind, die sich an dem nationalen Parlament veräußern will, wo ich mir denke, so, das ist eine sozialdemokratische Partei dafür, das wäre doch jetzt die linke Kritik davon, sie auf ihre Sozialdemokratie, aber was ja auch natürlich die Anbiederung ans nationale Parlament beinhaltet, aber es ist halt was, wo ich sage, irgendwie, dann Internationalismus braucht auch einen grundlegenden nationalen Kontext erst einmal. Ich sehe da so gar nicht so den Widerspruch. So, natürlich ist der Widerspruch entsteht von selber, wenn ich sage, ich bin vielleicht irgendwann mal eine kommunistische Partei und darf sowieso nicht am Parlament mitmachen. So, aber ich muss dafür ja nicht meinen eigenen Inhalt aufgeben, um zu sagen, ja gut, wenn sie uns lassen, dann sollen sie uns doch wählen. So. Du Da meinst es, zumindest zu wissen, dass man sich auf das du hast es vom auf eine BSW eigene gesprochen. Partei. Du hast es Ja, vom BSW. war B jetzt die Kritik daran. BSW, BSW ist doch völlig konform mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da ist auch Ja, nichts, klar, auf keine jeden Fall. kommunistische Idee drin. Also sage ich gar nicht. Deswegen meine ich, war jetzt das BSW in dem Sinne nur irgendwie ein Beispiel. Aber sorry, da habe ich vielleicht dann einen Punkt ausgeholt, der gerade gar nichts damit zu tun hat. Ja. Hey, sorry, das ist, ich kenne Leute, die sich quasi antinationalistisch nennen und da ist es manchmal, dass ich Stichworte höre und mich da. Dein Ton ist wieder weg. Dein Ton ist wieder weg. Warum ist mein Ton auf einmal weg? Jetzt ist er wieder Es da. tut mir leid. Es tut mir leid. Internetleitung ist okay. Kannst ja nichts dafür, alles klar. Ja, schon. Aber ich denke mal, bis Gut. hierher haben wir ja ein paar interessante Punkte schon mal getroffen. Wollen wir es jetzt erstmal dabei belassen? Dass wir erstmal warten, was auch die Zuschauer Kommentare so sind. Und dann Jo. können wir ja auf, wir können ja auch mal noch eine Sendung machen, wo wir auf Kommentare dann eingehen, zum Beispiel. Wo man die Ja. Zuschauer, unsere Abonnenten mal, ich habe auch 600 Abonnenten, ey, was wäre euch eure Frage, eure Bemerkung zu diesem Gespräch, dass man die einbezieht, so. Das klingt auch nach einem guten Plan. Ja. Dann würde ich sagen, also ich fand das sehr interessant. Entschuldige, dass ich am Anfang ein bisschen sehr hart reingegangen bin, aber das ist dann so meine Art, wenn ich gerade Alles was gut. gesehen habe, was mir zu faserig war, und da reg ich mich auf und sage, komm, was ist Geld, was ist Eigentum? So bin ich erstmal drauf und dann, Ja. gut, okay, dann werde ich auch milder. So. Ja, aber das ist doch eigentlich so, dass das Interessante so. Also ich meine, ich finde das schon auch spannend, wenn man auf inhaltliche Punkte festgenagelt wird, wenn man mal auf ein Thema eingehen kann. Und das ist halt auch bei, wenn ich mit anderen Leuten rede, die vielleicht teilweise nicht die inhaltlichen Grundlagen hat, dann kann man auch nicht immer darauf eingehen. So, und ich bin ja jetzt auch kein Lehrer oder so. Das Beste ist, beide, die hier reden, haben ein Thema, mit dem sie sich wirklich beschäftigt haben, auf das sie vorbereitet sind. Dann zerfasert man sich auch nicht so schnell, weil da haben beide was dazu zu sagen. Dann werden auch kontroverse Standpunkte, die entstehen von selbst. Ich halte viel von dem Spruch, wenn zwei Leute bei einem komplexen Thema in allen Punkten einer Meinung sind, dann ist mindestens einer von ihnen kein Denker. Die Ja. müssen sich irgendwann streiten. Wenn es so ein komplexes Das Thema ist, was voll. heißt streiten, aber in bestimmten Punkten, wenn sie in allen Ja. Punkten einer Meinung sind, das ist einer nur der Mitläufer mindestens, ja. So. Ja. Schon, also
Bin ich auch voll der Meinung. Also es ist echt einfach eine Frage der Streitkultur. Wie gehe ich damit um? Also sonst wäre es ja langweilig, wenn wir alle nur uns gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, boah, voll geil, wie links wir sind. Es passiert doch ewig zu viel. Nein, Quatsch. Also lieber Bobo, Schon. ich danke dir für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit Ich und danke dir auch.